Willkommen, meine lieben Golffreunde, heute zur neuen Partie Winning Putt mit denselben Golffreunden wie beim letzten Mal, dem Moggy, dem Wollo und mir, MOP weiblich. Aha. Einen gesegneten guten Morgen. Ich hab versucht, irgendwie diese Golferstimmen nachzumachen. Ja, das war, ich fand's hat gut. Hat nicht funktioniert. Ich fand's gut. Ich fand's Dankeschön. Gut. Wann ist das, Wollo? Ja, wirklich. Ich fand das okay. Ich fand das sehr okay. Ist das die gleiche Map? Nein, ist eine andere. Nein. Boah. Alter. Die Animation. Alter. Die lässt DOA alt aussehen. Sie sieht auch sehr alt aus. Davon mal abgesehen. Für die Quote, ne? Für die Quote. Na, werden die Leute heiß drauf sein. Absolut. Warum bekomme ich keinen perfekten Schlag mehr hin? Ich auch nicht. Ich will ein Nice. Ich gebe euch gleich ein Nice. Keine Anfangs Sorge. Habe ich voll viele Nices hinbekommen und jetzt einfach gar nicht mehr. Ja, Justin Bullshit. Bieber verschnitt. Ihr bist ja auch Justin Bieber. Mit blonden Haaren. Ricky Mania. Blonden Haaren. Kriegt jetzt euer Nice. Ich konzentriere mich völlig drauf. Bam! Overswing. Scheiße. Geil. Aber nice. Good job, ja? Ernsthaft. Nice. Warum bekommst du immer nice hin? Ja, weil ich kein Idiot bin. Ich habe einen Monitor mit einer Millisekunde Reaktionszeit. Und das ist... Ich hab den gleichen Monitor wie du Klugscheißer. Scheiße. Spielst du auch auf nicht. Ihm? Ja. Das soll ich auf dem alten spielen? Ja, keine Ahnung, wie das sein könnte. Dann verstehe ich nicht, wie du es nicht hinkriegst. Dann müsstest du es eigentlich hinkriegen. Ich hab eine kabellose Maus. Vielleicht ist das ein Problem. Das kann sein. Ja, Delay. Ja, weißt du, was Delay ist? Alter. Oh mein Gott, ich hab fast direkt das Loch getroffen. So. Zum ersten Mal. So, Birdie. War schnell vorbei, also würdest du sagen. Würdest du jetzt mal... Ja, hiermit müsste es doch gehen. Oh mein Gott, mir läuft die Zeit davon. Ich hab Angst. Wir alle haben Angst. Ja, Morgi. Gott, 5, 4, 3, ich komm da gar nicht mehr hin. Alter, wie weit puttet der? Alter, Morgi, nice. Weißt du, wie weit ich putten musste, wie lange es zum Aufladen gedauert hat? On green. Nein, natürlich nicht. Woher sollst du das wissen? Sehr lang ist die Antwort. Oh, ich hab gedacht, der geht daneben. Pair, nice. Das ist ein nicestes Pair von Shoes, was ich da hab. Paulo ist immer noch dabei? Ey, entspannt euch. Ich hab mir Zeit gelassen. Das war sein dritter Schlag. Ja. Oh, das wird nicht. Der geht aber eh nicht rein. Oh. Nein, oh, schade, ne? Oh, schade. Ja, hat da der Paulo verkackt? Ja, hat er. Hat er. Und wenn ich den Führung? MOP weiblich. Das ist ganz gut, weil du wirst es auf jeden Fall noch verkacken, Ricky. Dann mach ich mir keine Sorgen. Tab drücken. So landet er denn da, landet er ungefähr. Mist, so, dass du okay. Mit Tab bist, ne? Ja. Scheiße. Scheiße, Overswing. Oh shit. Oh nein. Kannst du nur mit einem Nice retten, Ricky. Na egal, der war noch trotzdem noch ganz okay. Der war trotzdem noch ganz okay. Ganz okay, das ist der Standard, den wir uns riechen. Das ist der realistische Standard. I like to eat ass. Was ist verkehrt mit dir? Ich erzähl jetzt erstmal einen Schwung aus dem Leben, pass mal auf. Ja, hau raus. Als du den Ass essen wolltest? Als ich was essen wollte? Egal. Erzähl. Ich hab mir gestern was vom Chinesen geholt. Alter. Ich geh heute zum Chinesen. Nein! Heute immer noch was. Und wisst ihr, wie ich es gemacht habe? Per Telefonbestellung. Oh! Oh, das war auch vor kurzem unangenehm. Ich hab da nämlich bei der Lieferservice von mir. Bei dem, da gab es das Problem, dass irgendwie die ein Problem mit Pizza.de hatten. Und dann kam die Bestellung viel zu spät. Mit viel zu spät war ich 4 Stunden zu spät. Da habe ich gesagt, ja, nee, das nehme ich nicht mehr an. Schon angenehm war, weil die dann angerufen haben. Ja. Dann gesagt, okay. Und dann habe ich da vor kurzem wieder bestellt, weil ich habe nur 2 Lieferservices, bei denen ich bestellen will. Und dann war der Typ da und der ist ja nett und alles, aber er spricht halt nicht so gut Deutsch. Aha. Und... Was er mir im Endeffekt sagen wollte, war, hey, das Geld, das können wir dir zurücküberweisen oder das können wir beim nächsten Mal dann einfach, rufst du halt vorher an, dann sagst du, das bin ich und ich hab da, ihr habt ja auch das Geld, dann ist die Bestellung gratis und so. Deshalb hat er mir gesagt und es hat sehr lange gedauert und ich wusste die längste Zeit über nicht wirklich, was er mir sagen will und es war sehr unangenehm. Da hab ich gesagt, sehr unangenehm. Ja, ich guck dann an. Und weißt du, was ich dachte, dass ich dann irgendwann beim Lieferservice anrufen muss und... Dann, wo ich da die Situation so, erklären muss. Wo ich da so die Nummer gewählt habe, ne, bin ich auch mit diesem rassistischen Denken reingegangen. Das ist kein rassistisches Denken, das ist ein Fakt. Dass ich gleich Schwierigkeiten haben werde, die am Telefon zu verstehen. Das ist aber meistens so. Und dann ist das Unglaubliche passiert.
Es war eine Deutsche. Alter. Eiskalt. Jackpot. Und in diesem ganzen China-Laden, ne, habe ich nur Deutsche gesehen. Alter. Ja. Also ich habe ja auch bei dem Lieferservice, wo ich gemeint habe, da gibt es auch eine Deutsche, die ausliefert. Und die finde ich immer eigentlich relativ lustig. Das ist ein bisschen unangenehm auch, weil sie ist dann immer da und sagt halt, ja, hier ist das gute Essen. Und ich denke mir... Was hat sie gesagt? Es ist 10:30. Ich habe dich mal in der ja immer so, hier ist das gute Essen und ach du, das kalte Getränk. Oh, das wird gut und so. Und ich denke mir so, es ist 10:30 und ich stehe hier in der Jogginghose da. Mach nichts Großes draus. Mach nichts Großes draus, als es ist. Ich hab mir ein scheiß Baguette mit extra Mayo bestellt. Bitte, tut, kommt ja nicht so. Es ist 10:30 und ich hab Baguette mit extra Mayo. Alter, ich hätte jetzt gerne Baguette mit extra Mayo. Ich auch. Aber ich hab noch was Geiles vom Chinesen für später. Das wird gut. Ich geh später zum Chinesen, das wird super. Oh, you can eat, Alter. Yeah. Alter. Als du gehst heute wirklich zum Chinesen rein? Nein, mit Familie und Shit. Achso, mit Familie? Ja, also alleine hätte ich auch nicht gedacht. Alleine ist ja auch peinlich. Alter, you can eat, geil, ich kann echt ungern zu Chinesen, weil das ist immer so unfassbar voll laut, weil es so voll ist. Ja, bei uns auch. Das ist überall so. Es ist so eine Riesenhalle, ne? Bei unserem Chinesen ist es so, wenn ich da reingehe, Ricky, der kennt mich halt schon ganz, 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 ganz lange. Und er gibt mir auch öfters mal Sachen aus und so weiter. Ich mag meinen Chinesen da oben. Da esse ich immer eine Tomatensuppe mit gebratenem Rindfleisch und... Ah, das ist, oh. Nice. Es geht halt nichts über den Chinesen, ne? Machen wir uns nichts vor. Es ist halt schon am besten. Wenn ihr Chinesen seid, ich glaube, ich Jackpot! So, was will ich mir heute holen? Ich glaube, ich gönne mir wieder die volle Frittierpalette. Das ist alles, was frittiert ist, werde ich mir holen. Also alles. Ja, ich auch. Das mache ich auch immer so. Das ist richtig nice, frittierte Essen. Dann hoffe ich, dass noch ein bisschen was von dem Sushi da ist. Scheiße, Overswing. Ruhe. Okay. Ist okay. Ruhe, ich hab Overswing. Ich wollte mich konzentrieren. Die Konzentration, ich hab's gerade verkackt. Ich brauch jetzt ein bisschen Ruhe, okay? Oh Mann. Oh, meine Fresse. Oh nee! Oh, Birdie! Oh, ich verkack's gerade richtig hart. Ja, wobei er rollt zurück. Ich hab auch einen geilen Birdie, meine Birdie-Freunde. Cheep. Ach, liebe Winning-Pad-Freunde. Ich glaube, wir sollten mal eine Sache anmerken. Wie lange wird das Ganze hier gehen? In den Part werden wir jetzt übrigens mindestens insgesamt 10 Parts dieser Season 2 machen. Ja. Also freut euch. Geplant ist jetzt erstmal, die ersten 2 Wochen werden wir jeweils 2 pro Woche bringen, und weil wir eventuell unter Umständen ein bisschen zu spät angefangen haben. Ich hab gedacht, nur diese Woche. Und danach jeweils einer pro Woche. Ich hab keine Schuld. Es ist auch nicht unsere Schuld. Das ist egal, wer daran schuld ist. Aber ich hab gedacht, wir sollen diese Woche nur zwei. David ist schuld. Aber ich hab gedacht, wir sollen diese Woche nur 2 bringen. Diese und nächste ist doch egal, Ricky. Du bringst diese und so. Nächste Woche 2 Parts. Und dann auf jeden Fall jeweils einer pro Woche, bis wir bei der 10 angekommen sind. Genau. Hurra. Ich dachte mir, jetzt kann man mal anmerken, nachdem ihr jetzt alle hungrig wurdet. Und jetzt werdet ihr hungrig nach noch mehr Golf-Action. Alter, wie die einfach aussieht, ohne ihr fucking Shirt. Und wenn ihr hungrig nach Golf-Action seid, dann drückt ihr den Link in der Beschreibung, denn der führt euch in den Golf-Himmel. Genau. Dann drückt ihr den Daumen nach oben, wenn ihr Lust auf Golf-Action habt. Bei 5000 Likes, wenn wir die 5000 Likes bis morgen schaffen, dann kommt der nächste Part direkt. Yay! So, und schaffen wir bei mir die 100 Likes, bin ich sehr zufrieden. Tatsächlich. Schaffen wir bei mir die 100 Likes, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Nee, ich bin auch dann top zufrieden. Wisst ihr, wenn es jetzt nicht im Winning Part wäre, dann würde ich sowas sagen wie, Leute, wie viel Dislikes schafft ihr? Also, da mache ich jetzt nicht. Muss ich aber irgendwann mal machen. Wobei, ich glaube, das habe ich mal bei Expertenrunde gemacht und keiner hat gedisliked. Da bin ich richtig angepisst. Das haben wir noch nicht bei der Expertenrunde. Echt? Ich irgendwo mal versucht und keiner hat gedisliked. Das hat mich voll angepisst. Was machst du da, Wollo? Ich will nicht im Rough landen, so wie ihr. Rough. Entschuldigung. Ich glaube eher, du willst dieses Spiel ja nicht gewinnen. Liegt hinten, aber ich mache mal auch Gedanken. Ich habe einen Plan, ne? Er hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Mein Plan besagt, dass ich gewinnen will. Fairway. Guck, wo ihr jetzt landet. Scheiße, Hook. Fuck, und wieder ins Rub. Oh fuck. Das war richtig. Ist das etwa der Pirat, Captain der Hook. Peter Pan nicht gönnen will, dass er nie erwachsen wird? Gönnt ihr dem das nicht? Der ist ein Nicht-Gönner.
Was? Ja, man kennt ihn dafür, es ist Zug, der Pirat, der gönnt niemanden was. Scheiße, Slidepull. Oh, 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 bleib stehen, hör auf zu rollen! Nein! Ihr seid alle im Bunker, stimmt's? Nein, ich bin. Weil ihr Idioten seid? Ich bin überweg. Wunderbar. Ich war im Rough, ich hatte nicht viele andere Möglichkeiten. Nice. Oh, ich hab doch so guten Birdie hingelegt. Und jetzt verkacke ich wegen dem verschissenen Bunker. Nein, 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 nein. Ich verkacke auch gerade. Oh, da geht meine Führung ade. Oh, ich bin in den Bunker zurückgerollt. Geil. Er rollt auch wieder zurück in den Bunker. Das macht mir wieder Hoffnung. Ich hab verkackt. Ich bin auf dem Grün. Werde ich mal mit zum Loch kommen. Ich bin auf dem Grün, ich bin auf dem Grün, ich bin auf dem Grün. Ach, Mann! Ich werde nicht mit zum Loch kommen. Ich bin auch auf dem Grün. Ich muss jetzt einlochen. Verdammt. So, ich hab jetzt einen Double Boogie. Na, so eine Scheiße. Oh, ich kenn nur den Po-Boogie-Boogie. Ich kenn den Arsch-Boogie-Boogie. Er ist aber Po-Boogie-Boogie. Nein, das ist der Arsch-Boogie. Nein, warum? Du bist der Arsch-Boogie-Boogie. Du bist der Arsch. Nein, du bist der Arsch-Boogie-Boogie. Ich bin Siebter du. Siebter Schuss. Nein, du Triple Boogie. Gott, hast du es gesehen, Ricky? Nein, ich hab Alter, Vololina leider zugeguckt. Double Paar, ich hab verkackt. Oh, ich bin halt echt der Schlechteste jetzt. Alter, letzte Runde, ich gewinne das mit... Alter, ich lag die ganze Zeit vorn. Ich lag die ganze Zeit vorn. Ich bin jetzt halt MOP weiblich. Ricky besiegt uns. Borg, mach was. Was? Ich bin die ganze Zeit vorne schon gelegen. Bin komplett verwehrt. Was soll die Scheiße? Warum habe ich mich Ricky Mania genannt? Du hast aber angefangen. Warum hast du kein Shirt an? Auch nicht in die Strom. Seh dir was an, Ricky, du lenkst den Bock komplett ab. Geil, das erste Mal seit langer Zeit, dass er Brüste sieht. Das kann er gar nicht gut haben. Also es sei denn, der schaut in den Spiegel. Oh, XL-Brüste. Nice. Das sagst du, Ricky. Ja, sag ich. Was sagst du mir also? Von mir wissen alle, dass ich Brüste habe. Bei dir muss man nochmal reintreten. Das war. Fairway. Aber ich nehme mal jetzt auch ab. Sowas sag ich nicht mehr. Selbst wenn ich auf Diät gehen will, würde ich es nicht erzählen. Ja, warum sollst du es auch den Leuten... Nee. Oh Leute, ich mache jetzt Diät. Wollt ihr nicht alle mit dabei sein und mich dann verurteilen, wenn ich daran scheitere? Genau. Ich mache irgendwann mal so einen veganen Monat. Da habe ich Bock drauf. Das würde ich auch niemandem sagen, dass ich einen veganen Monat mache. Übrigens werde ich auch niemals tun. Anfang. Kannst du eine vegetarische Woche machen? Auch das werde ich nicht tun. Warum nicht? Weil ich ein Arschloch bin. Was willst du denn essen den ganzen Tag? Sowas nicht. Oh scheiße, Fett. Ich habe auch Fett. Ich darf gerade darüber sprechen. Ich habe Fett geschafft. Oh. Scheiße. Thema Fett, ich verkacke. Oh nein. Und zwar Fett. Oh! Oh! Egal, Slidepull ist okay. Ich glaube, ich verkacke das. Wir alle haben mal Slidepull. Oh, meine Stamina ist leer. Dein Stamina? Nice. Ja. Dabei habe ich weniger Stamina. Dabei habe ich sehr, sehr wenig Stamina, weil ich kein... Stamina lässt. Wenn die Stamina weg ist, dann sollst du ja besser mal einen Blumenstrauß vorbeibringen. Vielleicht nimmt sie dich ja dann wieder zurück. Gehst hin und sagst, Stamina... Der Ball kann am Baum abprallen, wusstet ihr das? Ich kann nur noch bis 90% machen. Alter, haha. Mentality ist... Oh, meine Mentalität ist unter 10%. Ja, kommt davon, wenn man zwei Parts auf einen Schlag aufnimmt. Da kommt davon. So. Bei mir ist noch alles cool und ich bin nackt. Warte mal. Deswegen. Ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal das System verstanden. Ich nicht. Von was? Meine Mentalität ist bei 0 von 16. Mal schauen, ob ich recht habe. Fairway. Nee, ich hatte Unrecht. Ich habe das System nicht verstanden. Alles zurück. Boah, das System nicht verstanden, weil er ein Idiot ist. Mhm. Wieder Double Boogie, das ist doch scheiße. Ist ganz gut. Ach, oh. Shit. Alles hier fake. Alles yes. Fake. Faken gay. Komplett. Oh ja, Moggy. Oh ja. Oh. Ach, come on. Komm schon, Moggy. Wie kannst du dich verkacken? Triple Bogey! Wow, das war eine gute Runde. Ja, für mich auch. Oh, Triple. Ja. Triple Bogey. Ich bin nicht letzter. Ich habe ersten und zweiten Platz gemacht in den beiden Parts. Das ist okay. Ich habe jeweils den letzten gemacht. Oh, Mann. Nice. Es kommt noch eine Runde. Was?
Ja, mach jetzt. Ich hab doch... Ah, Stamina habe ich 5 zurückbekommen. Hau drauf, Rigi, Mania. Bleib doch mal locker. Ich bin ganz locker, aber der Maeve macht mich nervös. Er trägt nämlich ziemlich schicke Sandalen, wie ich gerade sehe. Ich trage meine Sandalen mit Socken. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach ja. Ich find's aber nicht schön, dass sie da so einen Fetten wirklich so als Stereotypen zeigen, ne? Und mit den Socken und so, ne, finde ich gut. Das wirft uns alle in ein ganz schlechtes Licht. Scheiße! Erika hat's verkackt. Könnt noch gewinnen. Und jetzt hole in one einfach. Ich glaube nicht, dass damit die Fetten in ein schlechtes Licht geworfen werden. Wer soll denn die werfen? Sie weiß, welches Licht soll sie denn komplett erfassen? Das Maul, Ricky. Genau, halt die Schnauze. So, okay. Okay, dann legst du mal an mir, den besten Schlag aller Zeiten hinzulegen. Ja. Kann doch gewinnen. Ich geb dir ja gute Musik. Fuck. Hat's ja geklappt. Okay, oh! Gut. Habe ich ja wohl den besten Schlag hingelegt, wa? Ha, irgendwas sagt mir, dass ich da nicht direkt einloche. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber... Ich hab da so ein Gefühl. Schon lange nicht mal eingelocht, ne? Hier garantiert nicht. Nein! Doch! Versuch's einfach mal. Oh, 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 oh. Eingelocht! Chip in Birdie! Gönnung! Ein Bogey! Reicht das noch? Das reicht nicht, um dich einzuholen, oder? Yes! Reicht leider nicht. Egal, zweiter Platz. Nice! Oh Mann, rate mal, wer der Schlechteste ist. Das ist aber überraschend. Big Mania! Was jetzt manchmal. Dann haben wir die Ergebnisse. Oh, Junge. Gut. Das war gut. Ich habe aber meist Erfahrungspunkte bekommen. Nee, das ist Ricky. ich hab mehr als Mono bekommen. Okay, liebe Freunde, dann würde ich sagen, das ganze Wetter sehen wir dann wohl beim nächsten Mal, wo ich bestimmt gut sein werde wieder. Gute Nacht. Bis dann. Ciao. Tschüss.